Nummer 3. So. Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Und zwar werde ich euch heute zeigen, wie ihr den ja sogenannten Türenglitch bzw. Goldglitch anwenden könnt. Hier im Cayo Perico heißt. Genau, das Ganze ist eben sozusagen ein Glitch, wie ihr durch die Türen hier kommt, ohne die Schlüsselkarten zu haben. Und dann kannst du das Ganze auch eben im Solo-Modus öffnen. Und kannst dir somit halt viel Zeit sparen und auch mehr Geld absahnen. Das Ganze geht allerdings nur bei zwei verschiedenen Türen. Und die werde ich euch jetzt erstmal zeigen. So, die erste Tür ist hier kurz vor diesem großen Tresor bei dem Brunnen. So, und zwar ist das genau diese Tür hier. Die hier beim Springbrunnen, diese Tür hier ist das. Bei der geht das einmal und dann noch bei einer weiteren Tür, die zeige ich euch gleich. Dann muss ich kurz den Juggernaut umbringen, bevor ihr hier die Leiche sieht. Also wie gesagt, bei der Tür hier geht das. So, was müsst ihr machen? Ihr müsst euch einfach so dran lehnen, in Deckung gehen. Und dann müsst ihr nach links schauen. Also Kopf nach links, beziehungsweise nach rechts geneigt, aber von uns aus gesehen nach links. Dann müsst ihr euren linken Stick so nach rechts bewegen. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr sofort zielen. Okay? Also, ihr schaut nach links, bewegt euren Stick nach rechts und fängt an zu zielen. So. Dann lässt ihr das Ganze einfach los. Einfach komplett alles loslassen. Aus dieser Ausgangsposition müsst ihr jetzt halt dasselbe wiederholen. Das heißt, der linke Stick nach rechts und dann sofort zielen mit L2. So, hat jetzt nicht geklappt beim ersten Mal. Ihr müsst gut stehen. Deswegen machen wir es gleich nochmal. Also, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. So, also hier hat es gerade geklappt, wie ihr sehen könnt. Das heißt, ihr müsst den ganzen Prozess einfach nur so wiederholen, bis ihr halt irgendwie euch reinbackt. Ich habe jetzt sowieso gar kein Gold, ich will es auch gerade nur demonstrieren. So, ich zeige euch jetzt nochmal bei der anderen Tür, damit ihr die Location auch mal gesehen habt. Die andere Tür ist hier drüben, und zwar ist das diese Tür hier. Ihr müsst aufpassen, ihr müsst den Typen hier töten. Und hier ist auch eine Kamera, die mache ich jetzt mal noch kurz kaputt. So. Genau, eben diese Tür hier, und es geht eben nur bei diesen beiden Türen. So Freunde, genau dasselbe wie bei der anderen Tür, ihr müsst jetzt eben auch hier machen. Also ihr schaut nach links, dann schaut ihr nach rechts und zielt. Und das Ganze wiederholt ihr halt so oft, bis ihr hier so in der Wand backt. Und dann geht die Tür auch auf, wie ihr es gerade gesehen habt. Genau Freunde, das Ganze geht eben nur bei diesen zwei Türen. Also wie gesagt, ihr müsst es einfach ein paar Mal versuchen, wenn es nicht direkt klappt. Und genau Freunde, so könnt ihr auf jeden Fall diese Türen öffnen, ohne eben diese Schlüsselkarten zu haben. Wie gesagt, das geht eben nur bei diesen beiden Türen, bei den anderen geht es auf jeden Fall nicht. Mit ein bisschen Übung bekommt ihr da den Dreh auf jeden Fall raus. Also ich sag's nochmal, ihr müsst euch im Prinzip eigentlich nur mit einer Waffe dagegen stellen, rüberschauen und dasselbe wiederholen und dann seid ihr auch drin. So Freunde, ich hoffe, ich konnte euch helfen und falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und wenn ihr mehr von GTA sehen wollt, ich bin auch regelmäßig am Streamen, dann abonniert mich gerne und ja, liebe Freunde, haut rein, peace.